Hi ihr Lieben, ich bin die Antje aus dem Lifeline. Ihr kennt mich sonst dienstagsabends und freitagsabends. Heute Abend mal speziell extra für dich im Wohnzimmer. Oder keine Ahnung, wo du dich gerade im Haus befindest. Ich finde es schön, dass du mich mitgenommen hast. Ja, Corona ist nicht so eine schöne Zeit, 2020 auch bald vorbei, aber du sollst nicht ohne dein Workout sein. Wir starten heute mit ein paar Tabata-Sachen. Ich habe mir gedacht, wir machen so ein bisschen Ganzkörper-Workout, wo wir aber so ein bisschen in die Ausdauer reingehen, die Beine mit dabei haben, den Oberkörper ein bisschen mit dabei haben, Stabilität mit dabei haben. Wir arbeiten 8 Runden lang, 30 Sekunden arbeiten, 10 Sekunden Pause, aber haben nur 4 Übungen. Ich zeige dir die erste Übung. Hampelmann im Ausfallschritt. Stütze dich hier ab, bleib hier und spring mir. Immer schön im Wechsel. Wer Knieprobleme hat oder wer nicht so ganz so fit ist, ich werde es zwischendurch auch ein bisschen machen, dass ich mit euch reden kann, der bleibt hier, ja, in meiner Variante. Das ist die erste Übung. Die zweite Übung sind die Kniebeuge mit Fingerzeig. Die gehen langsam und schnell. Du gehst einen Schritt zur Seite, bückst dich und tippst aber wirklich mit den Fingern auf den Boden auf. Sonst wäre es ja gefuscht. Das Ganze kannst du auch springen. Für die, die ein bisschen fitter sind, ihr dürft das auch springen. Die zweite Übung, da habe ich mir überlegt, machen wir den Bergsteiger. Weil den kannst du langsam und schnell machen. Wir müssen nach unten auf den Boden. Komm mit. Du bist hier unten und dann darfst du schnell laufen. Du darfst aber auch langsam laufen. Für die, die so ein bisschen Knieprobleme haben, zieh die Beine langsam zum Brustkorb. Die vierte Übung, bleib einfach hier unten bei mir. Schön weit geöffnete Beine. Roll über die Seite ab und gib mir den Seitstütz. Seitliches Aufdrehen. Da hast du ganz viel mit dabei, die Schultern, den seitlichen Bauch. Einfach alles, was man so braucht, um fit zu bleiben in der Zeit. So, Lebkuchen ist draußen, Corona hält uns drinnen. Ich bin bei dir, du bist bei mir. Ich wünsche dir viel Spaß. Komm mit. Für 4, 3, 2, 1. Haben wir mal den Ausfallschritt? Stabilität hier, Bauchnabel zur Wirbelsäule ziehen. Komm mit. Hopp, hopp, hopp. Schön weiter Ausfallschritte. Schön in die gegrätschten White Squat gehen. Schön langsam. Ich mache es erstmal langsam. Zweiter Durchgang werde ich ein bisschen schneller. Schön Bauchnabel zur Wirbelsäule ziehen. Sehr gut. Pause. Kniebeuge mit Fingerzeig. Bleib hier. Schön den Oberkörper aufrichten. Geh einen Schritt zur Seite. Tipp mit der Hand auf den Boden auf. Und komm zu mir zurück. Richtig schön tief gehen. Schön atmen. Jawohl. Sehr gut macht ihr das. Ich kann mir so richtig gut vorstellen, so einige Gesichter, die ich in den Kursen habe. Hopp, hopp, hopp. Wir gehen nach unten. Kannst du noch einmal tief durchatmen? Bergsteiger. Wir machen es erst langsam, okay? Schön atmen. Schön die Knie ranziehen. Durchhalten. Sehr gut. Bleib hier unten bei mir. Füße hüftweit geöffnet. Seitliches Aufdrehen. Kommst du mit? Schön über die Fußaußenkante rollen. Dein Bauchnabel bleibt zur Wirbelsäule gezogen. Gleich geschafft. Und komm langsam nach oben. Zweiter Durchgang. Hampelmann im Ausfallschritt. Gib dir Stabilität. Drück die Hände aneinander. Bauch ist angespannt. Du darfst dir gern etwas schneller arbeiten.
bleiben. Gut. Sehr schön. Kniebeuge mit Fingerzeig. Schnell oder langsam, das entscheidest du. Komm mit. Magst du es schneller? Ja? Dann gib mir den Jump. Du machst mich heute fertig. Komm, wir gehen nach unten. Bergsteiger, mach dein Tempo. Schnell oder langsam. Körperspannung halten. Gib mir die letzte Stunde, seitliche, letzte Runde, seitliches Aufdrehen. Komm mit. Schön die Körperspannung halten. Dreh dich auf. Guck der Hand hinterher. Und knie ich mal nach hinten, Arme lang ausstrecken und durchatmen. Und wir trinken was. So. So, du hattest bestimmt eine kurze Pause. Ich mache weiter für dich. Also, wir brauchen jetzt Wasserflaschen. Wir machen ein bisschen Workout für die Schulter, für die Arme. Und lass mich überlegen, du machst mit, okay? Du hast leicht gebeugte Knie. Wir fangen an mit einem Dumbbell Raise. Der fängt hier vorne an. Den machen wir in der ersten Runde vorwärts. In der zweiten Runde machst du ihn rückwärts. Ich mache dich darauf aufmerksam. Ich kriege alles mit. Kennst mich ja. So, dann habe ich mir überlegt, mach mal was für den Rückenmuskel. Bauchnabel zur Wirbelsäule. Öffnen und schließen, lang am Rudern. Das ist eine ganz wichtige Übung. Puh. Dann hast du hier leicht gebeugte Knie, Becken nach vorne ziehen. Arme gehen nach vorne und wir rotieren. Du kannst große Kreise machen. Du kannst kleine, schnelle Kreise machen. In jedem Fall ziehst du den Bauchnabel zur Wirbelsäule. Das ist ganz wichtig. Und last but not least, Arme zur Seite. Und gib mir die Seitwärtskreise. Die sind richtig eklig. Es geht auch ohne Hantel. Willst du dich quälen? Nimm die Hantel mit. Ich mache es auch für dich. Wenn nicht, lass sie weg. Okay, wir zwei zusammen. Noch 4, 3, 2, los geht's. Leicht gebeugte Knie, Dumbbell Raise nach vorne in dieser Runde. Achtung und komm mit. Heb zur Seite, schön den Bauchnabel zur Wirbelsäule ziehen. Und schön die Arme auf Schulterhöhe lassen. Becken nach vorne ziehen. Bleib schön stabil in deiner Mitte. Sehr gut. Wunderbar. Durchhalten. Wenn die Hantel zu schwer sind, leg sie weg. Geht auch ohne Hantel. Dein Eigengewicht reicht. Der Arm ist schwer genug. Gleich geschafft. Und die Schulter mal lockern. Lang am Rudern. Komm tief. Nimm die Arme nach vorne. Lass sie lang da unten. Zwischen deinen Schultern ist eine Walnuss. Und die knackst du. Atme dabei aus. Schön ein- und ausatmen. Lass fließen. Oberkörper ist nach vorne gezogen.
Bauchnabel zur Wirbelsäule. Und wenn der Oberkörper so nach vorne gezogen oder gebeugt ist, muss der unterste Rückenmuskel auch ein bisschen arbeiten. Wenn du nicht so schnell kannst, mach die Übung langsamer. Du musst nicht nach Takt gehen. Mach dein eigenes Tempo. Kreis deine Schulter, kurze Pause. Immer wieder die leicht gebeugten Knie beachten, Becken nach vorne. Kreise nach vorne. Kreis hier nur in eine Richtung. Nachher in der anderen Runde kreisen in die andere Richtung. Wir kreisen jetzt mal nach innen. Schöne große Kreise. Schön Bauchnabel anspannen. Bleib stabil in der Mitte. Große Kreise. Je größer die Kreise werden, desto mehr muss die Muskulatur arbeiten im Schulterbereich. Sehr gut macht ihr das. Löse, locker die Schulter. Wer Probleme mit dem Nacken hat, sollte besser die Hanteln zur Seite legen. Eigengewicht reicht vollkommen. Wir kreisen nach vorne. Vorne. Schön stabil bleiben. Sollte nicht sich der Körper bewegen, sondern nur die Arme. Ja, aber ja. Du kannst große Kreise machen. Du kannst die kleinen schnellen machen. Entscheide dich für dein Tempo heute. Es ist dein Workout, deine Zeit. Genieß die Zeit. Mach das Beste daraus. Bauch schön anspannen. Durchhalten. Gleich geschafft. Wir schaffen das zusammen. Und Pause. Schulter lockern. Wir fangen von vorne an. Jetzt startest du an der Seite. Dumbbell Raise zurück. Das heißt, wir gehen über die Seite nach vorne. Komm mit. Schön Bauchnabel anspannen. Bleib stabil. Zieh die Hantel nach vorne. Sehr gut. Wunderbar. Dein Atem fließt. Tief ein- und ausatmen. Stell dich vors Fenster. Mach das Fenster auf. Lass frische Luft rein. Lass dir den Tag nicht vermiesen. Genieß dein Workout. Komm nach vorne. Bauchnabel ist angespannt. Arme sind lang nach unten. Kleine, schnelle Bewegungen oder langsame, das entscheidest du. Schön den Oberkörper nach vorne nehmen. Ja? Machst du weiter? Hier, der Rückenmuskel soll auch was abkriegen. Deshalb nimm den Oberkörper nach vorne, beug die Knie. Jawohl. Hopp. 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 Ihr macht das super klasse. Und Pause. Locker deine Schulter ein bisschen. Kreise nach vorne. Wir haben eben nach innen gekreist. Kleine Kreise außen. Schnell. Und den Bauch anspannen. Fest und stabil bleiben. Schön stabil bleiben. Bleib stabil. Zieh mir den Bauchnabel zur Wirbelsäule. Es soll nicht der Popo wackeln, es sollen deine Arme arbeiten. Schön stabil bleiben. Die letzten Sekunden, halte durch. Du schaffst das. Komm, gib mir noch ein bisschen was. Komm. Schneller. Schneller. Letzte Runde. Wir schaffen das zusammen. Arme sind hier, nicht da. Hier, leicht gebeugt. Und wir kreisen. Ich habe vergessen, in welche Richtung wir eben gekreist haben. Weißt du das noch? Ich habe keine Ahnung. Wir kreisen jetzt einfach mal nach hinten. Wenn ich falsch bin, kreist du mal nach vorne. Ihr kennt mich aus den Kursen. Manchmal brauche ich heute Hilfe. So, schön stabil bleiben. In der Mitte Bauchnabel zur Wirbelsäule ziehen. Und schön kreisen. Bleibt stabil. Jawohl. Alles rausholen. Bisschen noch. Alles rausholen. Und ich danke dir. Ich wünsche dir eine schöne Zeit zu Hause. Mach das Beste draus. Trink was.